habe jetzt noch ein gutes Material. Mehr wie genug, würde ich sagen, für diese Platte. Ich werde sie also klar zuerst füllen. Das mache ich jetzt auch. Nein, das mache ich nicht mit den Fingern. Das mache ich mit dem da. So, dass da überall was ist. So reingefüllt habe ich das Gefühl, als ob das am Antrocknen wäre. Lässt sich so wirklich nicht schön verteilen, aber gut. Wir werden das jetzt da abstreifen, die Kante wieder machen. Ich werde das jetzt mit dem Finger machen. Ich werde auch jetzt mit der Hand da so hinüberstreifen. Dass man das auch mal abgedeckt hat. Dass man da wirklich mit der Hand arbeiten kann. So, und ich werde jetzt, wie gesagt, nur vom Mittelstreifen aus das noch abdecken, was ich noch hier habe. Auf das Weiß drauf und auch hier den Rest drauf, weil das kommt dann das Rot noch rein. Ich werde das jetzt verteilen mit dem Föhn. Mal schauen, was er draus macht.
Also das hat auch einen Zauber, muss ich ehrlich sagen. Es dampft, also so ungefährlich ist das nicht. So, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich da tatsächlich noch ein bisschen von diesem Silber. Das werde ich jetzt da reinstreifen. Ist okay. So. Und natürlich auch hier. Finde ich ganz toll. Werden wir jetzt gleich mal schauen, was das macht. Wenn das sich da so verteilt. Okay, weiß ich natürlich nicht. Sieht ziemlich fleckig aus. Mir persönlich gefällt sowas ja nicht so besonders. Aber gut. Gehe ich halt so. Könnte man jetzt sagen. Jetzt experimentiere ich einfach ein bisschen herum. So diese Sachen. Natürlich kann ich auch Ja, das wäre natürlich auch noch möglich.
einfach so die eine oder andere Linie ziehe. Auch ja, und wer weiß, vielleicht ist es auch ganz spannend, da nochmal eine Linie zu ziehen. Ja, wenn wir das noch einmal verteilen, schauen wir mal, was da passiert jetzt. Das hat doch was sehr, sehr Schönes. Mir fehlt da noch wirklich ein wichtiger Aspekt. Den werde ich jetzt da schon noch einbringen.
Okay. Schauen wir mal, wie das wird. Also da habe ich immer noch keinen Rotton drin. Das gefällt mir nicht, das möchte ich gerne haben. Wie kriege ich den rein? So. Ja, ich würde sagen, die kann man lassen, also so macht man das. Die passt genug.